Hallo und recht herzlich willkommen zu einer Neuvorstellung und zwar zu einer kleinen Preview und zwar zu City Driver. Das Ganze erscheint am 5. Juni, ist aus dem Hause View App, die eher auf den Schienen in Tramsim München oder auch in Tramsim Wien unterwegs sind. Die haben sich jetzt unter die Fahrsimulationen begeben und zwar spielt das Ganze auch, wie ihr es unschwer jetzt hier schon im Startbildschirm erkennen könnt, im wunderschönen München. Das heißt eine Fahrsimulation mit realistischer Physik, Grafik-Engine, Sounds, ein Fahrerlebnis. Was wir hier mit dabei haben, eine Vielzahl realistisch nachempfundener Fahrzeuge, also keine Originalfahrzeuge, da keine Lizenz vorhanden ist. Und das wollen wir uns heute einmal anschauen. Link wie immer in der Videobeschreibung. Es gibt zwei Versionen, einmal die Standardversion und einmal noch die Deluxe-Edition, wo ihr noch so ein, ja, Habanero mit dazu bekommt und dementsprechend auch noch einen Transporter, ne? 30% Rabatt in der ersten Woche, ne, checkt das Ganze aus, das Ganze erscheint am 5. Juni, wir haben neben Tutorials auch ein Handbuch, ne, das heißt, man kann hier auch nochmal sich die ganzen Sachen erklären lassen, einen Fahrzeugmodus haben wir mit dabei, wir haben auch nochmal für Fahranfänger natürlich die ganzen Verkehrsregeln nochmal ein bisschen erklärt, auch mit Schildern finde ich auch recht nett und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein hier und gucken uns einmal die Fahrzeuge an, die in der Standardversion mit dabei sind. Die Fahrzeuge Habanero und den, wie heißt der gleich hier? Ich guck mal gerade kurz. Den Alvarez Lent Marathon. Das ist so ein Transporter. Der ist jetzt noch hier in der Vorabversion noch nicht dabei. Es ist natürlich noch eine Vorabversion. Wir haben einmal hier den BPW C64. Ähnelt so ein bisschen dem Mercedes. Ist ein Verbrenner. Automatikgetriebe. Ihr seht ja auch immer die Sitzplätze und Stauräume, die wichtig sind auch für die Mission. Dann haben wir hier einmal noch einen schicken, ich würde jetzt sagen, es ist ein Ferrari, ein F488. Hier ist der 844 GTC, dann haben wir einen Golf, einmal Automatik als auch manuell. Das heißt, wenn ihr einen Shifter habt zum Lenkrad, könnt ihr natürlich auch manuell schalten, wenn ihr es möchtet. Wir haben natürlich auch Tesla mit dabei, also Elektrofahrzeuge. Einmal in der Performance-Variante oder in der normalen. Und auch hier noch einen weiteren, ja, würde ich sagen, so ein Städteflitzer. Ne? Ich würde sagen, wir nehmen mal hier das ganze Fahrzeug. Man kann das Ganze natürlich auch noch anpassen. Fahrzeugfarbentechnisch, ne, kann man hier noch ein bisschen sich das Fahrzeug in der jeweiligen Farbe speichern oder eben halt auch anpassen, so wie man das gerne möchte. Kann das Ganze dann auch für sich oder für seine anderen Fahrzeuge auch abspeichern. Das heißt, einen Designmodus haben wir auch mit dabei. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal auf Weiter. Und das ist die Karte. Wir können hier durch München fahren. Ne? Neben den Föhringer Ring gibt es auch den Trainingsbereich hier, den man dann in den Tutorials sieht, wo man so langsam an das Autofahren quasi herangeführt wird. Kölner Platz, dann haben wir hier den Stachus, den Karlsplatz, Maximilianplatz. Hier haben wir Karolinenplatz. Ich würde sagen, da starten wir einfach mal. Und viele andere Sehenswürdigkeiten, die man sich natürlich hier auch anschauen kann. Ne? Ladezeiten sind noch relativ in Ordnung. Das eine oder andere, ne, wird bis zum Release auf jeden Fall noch ja, angepasst werden. Es ist eine Vorabversion und wir starten jetzt einfach mal hier durch und werden uns das Ganze mal in aller Ruhe anschauen und auch mal eine Mission machen, würde ich sagen. Neben dem normalen Free-Roam-Modus, wie ich ihn einfach mal nenne, den freien Fahrmodus, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, verschiedenste Missionen zu machen. Es gibt Taxi-Service, Chauffeur-Service, es gibt Umzüge, die man fahren kann. Man kann auch Leute von A nach B fahren. Man hat hier zum Beispiel den Obelisken von König Ludwig I. beispielsweise, wo man dann auch an diesen Hotspots nochmal so ein paar Randinformationen über die Stadt München bekommt und deren Sehenswürdigkeiten. Ne? Das finde ich auch ganz gut. Unten links seht ihr auch schon, das sind hier diese, da sind die Ladestationen mit dabei, verschiedene andere Symbole. Die kann man sich hier dementsprechend auch immer nochmal anschauen. Man kann verschiedene Filter setzen, die man hier nutzen möchte. Tankstellen, Ladestationen werden angezeigt, Werkstatt wird angezeigt, ne, wenn man mal was reparieren muss. Eine Garage haben wir auch hier, das heißt ein Parkhaus. Sehenswürdigkeiten kann man sich hier anzeigen lassen und. Supermärkte, Modegeschäfte, das heißt, da kann man auch einkaufen gehen, ein paar Sachen kaufen, dies, das. Ist auf jeden Fall auch recht schick gemacht, ne? Ja, Apotheken, Drogeriemärkte, Cafés, Restaurants, Kinos, Travel Agency, also so Chauffeurservices, die man da machen kann und. Ich würde sagen, wir machen mal so einen kleinen Umzug. Das ist kein großer Umzug, sondern da müsst ihr immer auch ein bisschen darauf achten, dass ihr ein bisschen Stauraum habt.
Den nehmen wir jetzt einfach mal als Wegpunkt und steigen mal ein in unseren schönen Mercedes. Mercedes Coupé haben wir hier, V8, ne, Biturbo. Fahrzeuge und auch alles drumherum, natürlich mit der neuesten Unreal Engine. Und es sieht auf jeden Fall sehr schick aus. Münchner Kennzeichen haben wir auch mit dabei. Man kann Kofferraum öffnen, bei dem Fahrzeug hier zum Beispiel. Ne, da werden wir dann später die Sachen auch beladen. Kann man mit der linken Maustaste oder eben halt auch mit der ganz normalen Tastaturbelegung machen. Steuerbar ist das Ganze über Mauslenken, Mausgas geben, Tastatur, über Gamepad oder eben halt auch über das Lenkrad. Ich habe natürlich ein Lenkrad angeschlossen und ich würde sagen, wir starten mal das Fahrzeug. So. Gut. Ne, man kann hier auch verschiedene Sachen bedienen im Fahrzeug. Ne, man kann das, die Lautstärke des Radios einstellen. Habe ich jetzt mal ausgelassen. Und dann würde ich sagen, fahren wir mal zu unserem ersten Wegpunkt. Und legen mal den D-Gang ein für die Automatik. Und fahren dann hier auch mal rum. Ich würde sagen, let's go. Fahren wir mal. Man muss sich natürlich hier auch an die Verkehrsregeln so ein bisschen halten. Und da fahren wir jetzt ja einfach mal rum. Hier ist ein bisschen Stau, wie man es kennt, ne? Und ganz, ganz wichtig, Leute, es ist noch eine Vorabversion. Bis zum 5. Juni wird da noch einiges angepasst werden. Man muss natürlich auch auf Fußgänger achten. Eine Tram oder eine Straßenbahn habe ich bisher noch nicht gesehen. Kann sein, dass das vielleicht auch nochmal kommt. Würde ich halt auch sehr cool finden. Und dann biegen wir jetzt einfach mal hier ab. In die Straße rein hier. Man hat natürlich auch ein Navi mit drin. Man hat eine Rückfahrkamera für die Navigation mit dabei. Force Feedback wird unterstützt und. Also viele, viele Dinge, die man hier nutzen kann. So, da seht ihr auch schon Fußgänger. Der wartet. Sehr freundlich. Und dann fahren wir mal rum hier. Ne? Neben parkenden Fahrzeugen, Passanten haben wir hier. Der Blinker war falsch gesetzt. Ich weiß nicht, was beim Rechtsabbiegen einem Blinker falsch setzen ist, aber gut. Gucken wir mal. Wir sind jetzt hier in der 30er-Zone. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ne? Ansonsten, ich zeige euch das mal kurz, wenn man ein bisschen zu schnell unterwegs ist. Ah, hat jetzt nicht geklappt. Egal. Gut. Vorfahrt gewähren. Rechts vor links. Natürlich die üblichen Verkehrsregeln, wie ihr es kennt, spielen natürlich hier auch eine Rolle. Man kann natürlich auch das Licht einschalten bei den Fahrzeugen, wenn man das möchte. Mit der Taste L kann man das ein- ausschalten. Abblendlicht, Automatik. Ja, also man kann sehr, sehr viele Dinge hier einstellen. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön gemacht. Ne? So, wir gucken mal. Kommt da irgendwas? Ah, der will hier abbiegen. Schon mal sehr gut. So, jetzt müsste natürlich noch die Kamera zurück. Ja, das ist noch ein bisschen hakelig. Ich hoffe, das kriegt man noch mal ein bisschen smoother hin. Bis zum Release mit der Kamera. Aber alles in allem fühlt sich das schon ganz gut an. Auch mit dem Force Feedback. Da musste ich ein bisschen was einstellen. Und auch die ganzen anderen Tasten könnt ihr alle frei definieren. So wie ihr das gerne haben möchtet. Muss man sich mal so ein bisschen ausprobieren. Ne? Ihr könnt natürlich auch mal Gas geben hier. Dann heult der Motor mal kurz auf. Aber natürlich nicht zu schnell. Und wenn ihr zu schnell fahrt, das wollte ich euch gerade auch zeigen, dann sagt er euch das auch. So, wir fahren mal jetzt hier einmal rum. Gucken wir einmal hier nach rechts. Sehr schön. Und dann biegen wir mal wieder ab hier. Ne? Zack. Wenn ihr Bordsteine mitnehmt, dann gibt euch dann Hinweis auf Ferrari vor uns. Auch ein schickes Fahrzeug. So, wir müssen jetzt hier rechts rein. Und dann geht das hier mal ein bisschen rum. So. Sehr schön. Jetzt wieder 30er-Zone. Da müssen wir mal ein bisschen rollen lassen. Ne? Wir sind ein bisschen zu schnell hier unterwegs. Und dann gucken wir einfach mal, ne? Dass wir gleich mal unsere Pakete aufnehmen. Also es gibt verschiedene Missionen, wie gesagt. Ihr könnt aber auch die Stadt frei erkunden, wenn ihr das gerne möchtet. Das obliegt euch selbst. Aber ich denke, mit den kleinen Aufträgen, die man hier macht, ne, ihr habt natürlich auch eine Außenkamera, wo ihr hier natürlich auch das Fahrzeug von außen sehen könnt. Es gibt ja viele, die fahren auch hier ja mit dieser, ich nenne es mal Third-Person-Variante. Nicht die Ego-Perspektive, wie man sie hier hat. Man muss auch so ein bisschen auf Passanten Rücksicht nehmen. Quetschen wir uns mal durch. Und dann haben wir jetzt hier den Auftrag. Den müssen wir erstmal hier so ein bisschen aktivieren. So, man fährt hier ran. Aktiviert eine Mission. Mit F zum Beispiel. Und dann
zeigt er uns den nächsten Wegpunkt an. Transportiere die Pakete von der Abholzone zu ihrem Bestimmungsort. Das machen wir jetzt. Wir fahren hier mal los. Haben jetzt natürlich geblinkt. Wir fahren hier weiter durch die dementsprechende, ja, schön, wunderschöne Stadt München. Ne? Also wirklich sehr detailgetreu nachgestellt. Und auch mit den ganzen Sehenswürdigkeiten und. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. So, jetzt warten wir mal hier, bis die ganzen Leute hier weg sind. Vor uns auch noch ein anderes Fahrzeug. Da können wir mal kurz ein bisschen Gas geben hier, ne? Ah, herrlich. So. Sehr gut, Geschwindigkeitsüberschreitung. Also er kommt recht schnell in die Geschwindigkeitsüberschreitung. Da müsst ihr wirklich aufpassen, ne? Also es ist schon nicht so ganz ohne. Ne, auch hier die ganzen Sehenswürdigkeiten, die man hier hat. Also sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schick aus. Ich komme jetzt ja selber nicht aus München, wie ihr wisst. Ich komme aus NRW. Und wenn ihr da irgendwas erkennt oder sagt, jo, das ist gut umgesetzt, oder euch auch für das Spiel interessiert, gerne auf die Wishlist setzen. Ab dem 5. Juni könnt ihr das Ganze auch zocken. Wie gesagt, zwei Versionen wird es geben, wo es dann 30% Rabatt gibt. Einmal die Standardvariante mit den Fahrzeugen, die ich jetzt hier auch in der Preview-Version habe. Und dann nochmal mit, ja, in der Deluxe-Variante mit weiteren Fahrzeugen. Ne? Das auf jeden Fall auch. Gut, das haben wir auch jetzt hier. Ich guck mal kurz. Oh, Geschwindigkeitsüberschreitung. Verdammt. Sind wir schon wieder ein bisschen zu schnell unterwegs gewesen, ne? Oi. So, ab geht der Lab wieder. Die Maussteuerung könnt ihr in-game deaktivieren. Ich habe das jetzt, glaube ich, gerade vergessen. Können wir gleich nochmal gucken. Denn manchmal greift dann auch diese Mauslenkung ein. Ich weiß nicht, ob ich das vorhin gespeichert hatte, weil vorhin war es nicht an. Aber es ist natürlich noch eine Preview-Version. Ne? Aber alles in allem, das fühlt sich recht gut an. Mit der Force Feedback muss man ein bisschen rumexperimentieren. Da auch, wenn ihr zum Beispiel wie ich ein Logitech-Gerät habt, das Ganze in den Logitech-Einstellungen auch ein bisschen definieren. Auch mit dem Lenkwinkel und so weiter. Das muss jeder so ein bisschen nach seinen Vorlieben machen. Ne? Jetzt haben wir aber hier... Ich glaube, wir haben die Felge zersäbelt, ne? Ach Leute, es klappt ja wieder super. So, warte, ich mach das Ding mal aus. So, dann steigen wir raus. Wichtig ist, immer im Spiegel gucken. Und wenn frei ist, dann können wir auch steigen, ne? Ganz wichtig. Tür zu machen. So, wir gucken mal kurz in den Einstellungen rein. Optionen, erweiterte Steuerungen. Ich hatte meiner Meinung nach eigentlich die Maussteuerung ausgeschaltet, ne? Guck mal, die ist eigentlich aus. Komisch. Gut. Greift immer noch mal ein bisschen ein. Dann machen wir den Kofferraum mal auf. Und packen hier unsere Ware rein. So. Dann machen wir den Kofferraum wieder zu. Wobei, wo bin ich denn eigentlich gegengefahren? Hör mal, die Felgen sehen doch noch gut aus. Also das passt doch eigentlich. Naja, gut. So, ganz wichtig ist, wenn ihr die Aufträge macht, einmal die Taste M. Und dann müsst ihr hier auf... Drop-Off-Point müsst ihr gehen. Das ist quasi der Abladepunkt. Ne? Ein paar Sachen, denke ich mal, werden noch ins Deutsche übersetzt. Vielleicht wird das auch nochmal angepasst, aber den müsst ihr mit der linken Maustaste hier einmal aktivieren. Ihr könnt auch Wegpunkte einfach freisetzen, wenn ihr das möchtet. Guck mal, mit der linken Maustaste und mit R könnt ihr das Ganze löschen. Steht auch alles hier unten nochmal drin. Ich nehme mal den Punkt hier und dann steigen wir mal wieder ein in unser Fahrzeug. Wenn ihr es länger gedrückt haltet, macht er diesen Modus automatisch und dann passt das soweit. Gut, dann starten wir mal den Motor. So, an ist er. Rückwärtsgang rein. Und dann seht ihr auch schon die Rückfahrkamera, ne? Guck mal. Finde ich auch ein nettes Feature. Und dann fahren wir mal los hier, ne? Wieder auf D. Und dann geht es hier einmal quer durch München wieder weiter. Hier ist wieder Zone 30. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Fahren wir hier einmal rum. So. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Fahrsimulation. Und es macht auf jeden Fall auch sehr viel Spaß. Man muss sich ein bisschen Zeit nehmen, um das Ganze mal so ein bisschen für sich zu konfigurieren. Ich habe jetzt auch noch nicht die optimalen Einstellungen für mich gefunden. Ich denke, da werde ich dann nach der Folge nochmal so ein bisschen ein paar Einstellungen vornehmen. Lenkwinkel, dies, das. Das auch nochmal anpassen. Aber alles in allem sieht es recht schick aus. Die Motorensounds, ich bin schon mal mit so einem Mercedes gefahren, sind durchaus realistisch. Würde ich jetzt sagen. Und auch das Fahrverhalten
mit dem Force Feedback fühlt sich nach, wenn man es mal so ein bisschen angepasst hat, auf jeden Fall auch recht gut an. So, wir müssen jetzt hier über die Kreuzung und dann da vorne rechts fahren. Ne? Sehr schön. Ne, die Spiegel, seht ihr, das ruckelt noch ein bisschen oben. Das hat immer was zu tun, dass er hier so gewisse Parzellen, glaube ich, nachlädt. Und es ist ja noch nicht komplett quasi entwickelt. Und da vorne haben wir zum Beispiel den Ferdinand Habanero. Ne? Der ist bei dem Deluxe-Paket mit dabei. Das sollte, glaube ich, ein Porsche Cayenne, glaube ich, sein. Oder Cayenne. Je nachdem, wie man es halt dementsprechend ausspricht. Und jetzt warten wir mal. Wir gehen mal in die Außenperspektive. Und gucken uns das Ganze mal so ein bisschen an. So. Und fahren dann weiter. Das Ganze gucken wir uns am Freitag, am Sim-Freitag auch nochmal ausführlich an. Da werden wir auch nochmal die anderen Fahrzeuge auch nochmal testen. Vielleicht gibt es ja bis zu dem Punkt dann auch nochmal eine neue Version. Es ist ja dann kurz vor Release. Und ja, dann müssen wir jetzt hier vorne einfach weiterfahren. Ich gucke mal gerade kurz. Ich glaube, wir müssen hier links so rüber. Ich biege schon mal hier ab. Ich bin die Strecke schon mal ein bisschen gefahren. Um das mal so ein bisschen zu testen, wie es funktioniert. Ah, hier ist 30. Uiuiui. Und die Fahrzeuge parken hier richtig eng. Ne? Da muss man wirklich aufpassen. So, einmal rechts rüber hier. So. Sehr schön. Keine Passanten überfahren. Ich darf also meinen Führerschein behalten. Ne? Sehr gut, sehr gut. Ja, wir sind ein bisschen zu zügig unterwegs. Man merkt gar nicht, dass man hier Gas gibt. Ne? Also es ist wirklich sehr, sehr... feinfühliges Spiel mit dem Gas. Auch da muss ich noch mal ein bisschen was anpassen, bin ich mir relativ sicher. Man hat auch auswärtige Kennzeichen, wie ihr es hier seht. Auch von der Umgebung jetzt hier rund um München und auch KI-Fahrzeuge, Passanten, die über die Straßen laufen. Vielleicht gibt es irgendwann noch mal Fahrradfahrer oder wie gesagt, vielleicht auch noch mal hier Busse oder sowas. Das würde ich halt auch noch cool finden. So, weiter geht's. Schauen wir mal hier rechts. Oh, jetzt rot. Jetzt müssen wir anhalten hier. Guck mal, da läuft noch einer über die Straße. Habt ihr gesehen? Ist halt schon recht schick, ne? Sehr schön. Ja, dann sind wir gleich an unserem Bestimmungsort. Amalienstraße sind wir gerade vorbei. Dann jetzt hier Theresienstraße. Und so weiter und so fort. Ist natürlich sehr, sehr viel Verkehr. Ihr könnt den Verkehr auch noch einstellen. Ich habe es jetzt auch mal ein bisschen von den FPS begrenzt. Und auch das Schalten könnte man natürlich direkt auch mit einem Shifter machen. Ne? Das würde halt auch funktionieren. So, da kommt gerade keiner. So. Müssen wir ein bisschen gucken hier. Es greift irgendwie immer noch die Maussteuerung ein bisschen ein. Obwohl ich sie deaktiviert habe. Aber gut, sei es drum. Ne? Geht ja auch euch erstmal so einen ersten Eindruck zu vermitteln. Von dem Spiel hier. Ne, weil man hat sehr viele 30er-Zonen, wo man halt wirklich so ein bisschen drauf achten muss. Ne? Hupen gibt es natürlich auch, ne? Lichthupe. Fahr doch vorbei! Ne? Kennt man ja. Ne, der ungeduldige Autofahrer kennt das. Und man erkennt auch das ein oder andere aus Trams in München natürlich wieder, ne? Und da ist es halt auch so, dass natürlich die Entwickler, also sprich ViewApp, natürlich schon mit der Stadt München sich sehr gut auskennen. Und die natürlich auch mit Trams in München da eine sehr, sehr schöne Tram-Simulation gemacht haben, also eine Straßenbahn-Simulation. Und jetzt sind sie hier unter die Fahrsimulation gegangen. Ist auf jeden Fall recht schick. Es gibt neben den Umzugsgeschichten, also an Missionen, gibt es natürlich auch noch einen Chauffeur-Service, hatte ich ja eingangs schon erwähnt. Es gibt dann auch noch dementsprechend Taxifahrten, die man machen kann. Und diverse weitere Missionen. Die kommen dann dementsprechend auch zum Release mit dazu. Da werden wir uns nach Release auf jeden Fall auch nochmal das ein oder andere anschauen. Oder schaut doch einfach gerne mal am Freitag, am Sim-Freitag vorbei. Da werden wir uns das Game auch nochmal und auch alle anderen Fahrzeuge nochmal in Ruhe anschauen. Da auch bis dahin werde ich dann auch nochmal die ganzen Sachen so ein bisschen angepasst haben, auch von der Steuerung her. Ihr könnt auch die Seitenkonsole vom LS zum Beispiel verwenden hierfür. Das heißt, jegliches USB-Gerät kann hier auf jeden Fall angeschlossen werden und auch genutzt werden. Das finde ich auch recht schön. Ne? So, ach guck mal, hier haben wir sogar eine Straßenbahnhaltestelle. Ne?
anhalten hier. Ah, da kommt gerade nichts. So, sehr gut. Dann müssen wir jetzt hier einmal rechts rum. Ah, kriegen wir es doch mit hier, bevor es rot wird. Man kann natürlich auch in der Außenansicht fahren. Ne? Wenn man das möchte, ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber die Außenansicht ist auf jeden Fall auch möglich. Gerade bei so engen Passagen kann man das ja mal machen. Aber ich fahre halt gerne von der Innenperspektive. So, jetzt sind wir gleich da. Wir müssen hier links. Ui, da kommt gerade ein Auto. Habe ich gerade beinahe nicht gesehen, ne? Und wie wirklich sehr, sehr viele Ferrari-Fahrer hier unterwegs, ne? In der guten Stadt München, ne? Wahrscheinlich die ganzen FC Bayern-Stars hier. So, guck mal, da haben wir zum Beispiel Tesla. Den werden wir dann auch irgendwann nochmal fahren. Wir haben Blinker falsch gesetzt. Warum auch immer hier Blinker setzen müssen, wenn wir geradeaus fahren. Aber gut, sei es drum, ne? So, gucken wir mal hier. Wir sind gleich da. Ich glaube, hier vorne rechts war das irgendwo, ne? Man muss auch darauf aufpassen. Man darf halt nur in den Zonen parken, wo halt wirklich auch Parken erlaubt ist, ne? Guck mal, hier ist zum Beispiel Parkverbot, ne? Da müsste ich hier, glaube ich, einmal drehen. Um den Auftrag hier abzuschließen, ne? Warte, ich drehe mal eben kurz. Oh, da kommen Fahrzeuge. Müssen wir ein bisschen im Spiegel drauf achten. Eieiei. So, ein Zusammenstoß verursacht. Das ist natürlich jetzt nicht so gut, ne? So, wir legen mal kurz einen Rückwärtsgang rein. Eieiei. Und wir haben natürlich auch hier, wie es gehört, natürlich auch ein PDC mit dabei, ne? Der halt auch akustische Signale gibt, wenn da beispielsweise auch mal ein Hindernis kommt oder so, ne? Jetzt müssen wir erstmal einen Parkplatz suchen. Ach, guck mal, hier ist einer. Komme ich da vorwärts rein oder muss ich da rückwärts rein? Uiuiui. Das wird schwierig jetzt. Wir blinken mal rechts. Gucken mal, ob wir da rückwärts reinfahren können. Ob das auch wirklich so wie beim richtigen Fahrzeug funktioniert. Gut, wir haben eine Rückfahrkamera, die können wir nutzen. Ich hoffe jetzt mal, dass keiner kommt. Ah doch, da kommt gerade einer, ne? Ist natürlich wie immer im wahren Leben, ne? Vielleicht kommen wir ja da rein. Ich versuche das mal. Uiuiui. Wenn es durchgeht, piept noch ein Meter, ne? So. Achtung. Wir sind noch nicht angeeckt. Es kam noch keine Fehlermeldung. Oder kein Hinweis, dass wir irgendwo angeeckt sind. Boah. So. Ich glaube, das sollte passen, ne? Jetzt haben wir, glaube ich, hier den ganzen... Ach Gott, das passt. So, Motor aus. Jetzt müssen wir natürlich noch den ganzen Verkehr hier vorbeilassen. So, ist alles weg. Na ja, guck mal, der wartet. Warten Sie mal kurz, ne, junger Mann. So, wir steigen mal kurz aus. Ja, gut. Das mit dem Einparken übe ich nochmal. Warten Sie, ich lade mal kurz aus, ne? Ja, gut. Hätte man vielleicht ein bisschen besser machen können. So, Objekt abladen. Links und rechts natürlich schauen. Boah, der hat aber Spaß da in der Karre. So, Objekt abstellen. Das heißt, die Mission ist jetzt quasi abgeschlossen. Und ja, Verkehrsregeln missachtet, Zusammenstöße. Gut. Ich werde mich bessern auf jeden Fall. Ja, und jetzt könnt ihr quasi zu den nächsten Wegpunkten auf jeden Fall weiterfahren, wenn ihr das möchtet. Das soll dann auch der erste Eindruck soweit gewesen sein. Ne? Meine Fahrerskills, okay, gut. Ihr kennt ja meine Fahrerskills. Die sind nicht gerade die besten. Sind noch quasi ausbaufähig. Und jetzt können wir zum Beispiel mal zur Tankstelle fahren oder auch zu anderen Dingen. Oder halt auch noch einfach hier rumcruisen. Das werde ich jetzt nochmal ein bisschen machen hier in München. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich wie immer fürs Einschalten. Ich wünsche euch allen noch einen angenehmen Tag. Ja, und sage mal bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.